Diese Belehrungen sind außerordentlich. Für viele, selbst für die älteren Schüler, ist diese Belehrung sehr zeitgemäß, besonders wenn sie durch Schwierigkeiten in ihrem persönlichen Leben, an ihrem Arbeitsplatz durchgehen, was ihre Beziehungen auch angeht. Ist diese Belehrung eine Quelle für Inspiration und für Unterstützung, um wirklich die innere Stärke zu finden und den Mut, sich dem zu stellen und das alles zu überwinden. Inmitten diesen unsicheren Zeiten müssen wir alle einen Weg finden, uns den Schwierigkeiten, Krisen, Problemen und Sorgen zu stellen, um sie zu verstehen, zu verwandeln und zu überwinden, mit innerem Annehmen und mit Mitgefühl, um dadurch den geistigen Frieden zu finden, Stabilität und Erfüllung zu finden, die wir so sehr brauchen, um die Herausforderungen der Welt dem zu begegnen. In diesen schwierigen Zeiten war es niemals wichtiger, dem spirituellen Pfad zu folgen. Es ist eine Quelle der Hoffnung, dass die Belehrungen aller großen spirituellen Traditionen noch zur Verfügung stehen. Und eine dieser Belehrungen stammt von Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima, dem ich ja schon gesprochen habe. Es war ein großer Meister des Dzogchen oder der Nyingma-Linie, der Nyingma-Schule. Dzogchen wird angesehen als die höchste Belehrung der tibetischen Tradition. Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima ist dieser große tibetische Meister. Er war der Meister meines eigenen Meisters, Yamenkin Tseshuke Lüdrü, den ja einige von Ihnen schon aus dem tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben kennen. Da erwähne ich oft Yamenkin Tseshuke Lüdrü. Er wurde als Meister aller Meister angesehen. Er war sein Wurzelmeister. Er hatte einige Wurzelmeister. Wurzel bedeutet hier sein Hauptlehrer. Er hatte Hauptlehrer von den verschiedenen Linien. Aus der Nyingma-Tradition hatte er zwei Hauptlehrer. Das eine war Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima, das andere war Kadoksitu. Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima wurde wirklich als einer seiner Wurzellehrer anerkannt. Und Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima wird von seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, auch hoch geachtet, der ihn als großer Gelehrter und außerordentlicher Yogi darstellt. Seine Schriften dienen seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, als Hauptquelle für seine persönlichen Studien des Dzogchen, und er zitiert ihn in seinen Lehren oft. Ich erinnere mich an viele Begebenheiten, besonders in den 80ern, am Ende der 70er Jahre und in den 80ern, als seine Heiligkeit begann, sich wirklich an den Dzogchen-Lehren zu interessieren, und er fand, dass die Schriften, die Arbeit von Dhodrupchen so außerordentlich war. Er war ein großer Gelehrter und benutzte die Sama-Sprache. Das ist die Sprache der Gelug-Tradition, und diese Sprache benutzte er, und deshalb konnte seine Heiligkeit sich leicht mit dem verbinden und fand es sehr hilfreich. Ich erinnere mich auch daran, in Indien, als tausend von Mönchen und Lamas und Geshes Rinpoches, besonders viele der gelehrten Geshes der Gelug-Schule, zusammenkamen, die vielleicht nicht so vertraut waren mit der Dzogchen-Tradition. Und er sagte zu ihnen, Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyimas Arbeit ist so großartig. Da kam jeder Geshe und fragte mich, habt ihr den Text? Also seine Heiligkeit spricht oft über Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima. Und das war dieser große Meister. Das ist jetzt, um ihn vorzustellen. Diese Belehrung hier ist sehr kurz, sehr eine Kernunterweisung. Und Dhodrupchen Jigme Tenpen Nyima spricht über seine eigene Arbeit, die Leid und Glück in Erleuchtung verwandeln heißt. Er sagt selbst, dieser Herzensrat bringt 100 verschiedene entscheidende Anweisungen zusammen in einem Punkt, damit es leicht zu verstehen ist. Und das beinhaltet, wie es selbst sagt, es bringt 100 verschiedene entscheidende Anweisungen von vielen verschiedenen Meistern, wie zum Beispiel Shantideva, zusammen. Und er hat das in einem
wichtigen Punkt zusammengefasst, wie wir nämlich Leid und Schwierigkeiten überwinden können, in den Pfad hinein überwinden können. Ich habe Shantideva erwähnt. Diejenigen, die mit dem Buddhismus vertraut sind, besonders mit dem Mahayana-Buddhismus, kennen natürlich Shantideva. Wenn Sie das nicht, wenn Sie ihn nicht kennen, er war ein großer indischer Meister oder Pandit oder Gelehrter des 8. Jahrhunderts, ein großer Meister des Mitgefühls, ein großer Bodhisattva. Und er hat dieses außergewöhnliche Handbuch über den Bodhisattva-Pfad geschrieben, die Bodhisattva-Avatara, die Einführung in die Lebensweise eines Bodhisattvas. Darüber hat er auch Sein Heiligkeit der Dalai Lama auf den Amerika in Los Angeles gelehrt, wenn immer er Kalachaka Ermächtigung gibt, lehrte er über diesen Text vor der Ermächtigung als vorbereitende Belehrung. Und diese Bodhisattva-Avatara ist die Quelle, die von allen Meistern auch und seine Heiligkeit benutzt wird für die Praxis des Mitgefühls. Es wird als Handbuch, als Bibel des Mitgefühls angesehen. Für mich selber, als ich im Kloster aufgezogen wurde und mit meinen Schriftstudien begann, war die erste Schrift, den ersten Text, den man studiert, ist die Bodhisattva-Avatara. Das erste ist allerdings die Worte meines vollendeten Meisters, Kundan Lama Shalung von Patro Rinpoche. Das ist das allererste, was man studiert. Das bezieht sich eher auf die Praxisseite, auf die Seite der Belehrung, auf die Studienseite bezieht sich eher die Bodhisattva-Avatara. Warum ich darüber spreche, ist, weil was in der Belehrung beinhaltet ist, die ich heute hier teilen möchte, das stützt sich auf die Arbeit Shantidevas und auf die Arbeit seiner weisen Gefolgschaft. Und die Quintessenz der Bodhisattva-Avatara-Belehrung auch. Diese Belehrung, Leid und Glück in Erleuchtung verwandeln, fällt unter die Kategorie, die wir als Lojong kennen. Das ist ein tibetisches Wort. Lojong bedeutet, den Geist in Mitgefühl üben oder den Geist transformieren. Mit Lo bezeichnen wir eher den konditionierten Geist. Im Tibetischen gibt es viele Worte für den Geist. Ein Aspekt ist Lo, der konditionierte Geist. Jong heißt reinigen. Denn unsere Konditionierung und durch unsere Gewohnheiten leiden wir, durch unsere innere Einstellung, unsere Haltung. Und wenn wir damit arbeiten, so wie auch was Heilung angeht, was in der Therapie, müssen wir oft unsere innere Haltung verändern, damit wirklich Heilung stattfinden kann und damit ein bestimmtes psychologisches Muster sich verwandeln kann, damit wirklich Heilung eintritt. Wir müssen wirklich mit unserer inneren Haltung arbeiten, mit unserem Geist transformieren, unseren Geist trainieren im Mitgefühl. Unser Problem ist, dass selbst wenn wir, da wir unseren Geist haben, wir trotzdem keine Kontrolle darüber haben. Wird vollständig verrückt. Wir haben keine Kontrolle über unsere Gedanken und Emotionen und deshalb haben wir keine Unabhängigkeit, keine Kontrolle. Und daher werden wir zum Opfer unserer eigenen Emotionen, unserer zerstörerischen Emotionen. Es geht also in diesen Belehrungen wirklich darum, wie wir Kontrolle über unseren eigenen Geist erlangen können. Kontrolle auf gute Art und Weise, nicht jetzt im Sinne von Control Freak. Heutzutage muss man immer diese ganzen Nuancen erklären. Wenn man über Kontrolle spricht, dann denken vielleicht einige gleich, oh, diese Kontrollbesessenheit. Vielleicht mag man das Wort Kontrolle denn nicht. Also um das hier zu erklären, Kontrolle bezieht sich hier auf ein gutes Wort, dass man eher Unabhängigkeit hat, Freiheit im Geist, dass wir unseren eigenen Geist besitzen können, so wie wir unser eigenes Heim besitzen. Wir sind nicht heimatlos und auch nicht geistlos. Wir können unseren Geist besitzen, unsere eigenen Emotionen besitzen. Die Amerikaner sagen vielleicht, ich möchte meinen eigenen Geist besitzen, meine Emotionen besitzen, sie sind meine. Also, dass ihr eure eigenen Emotionen besitzen könnt. Ja, können wir darauf hoffen. Wenn wir unseren eigenen Geist besitzen, dann können wir wirklich Glück finden.
Wenn wir jetzt über das Geistestraining sprechen, dann bedeutet ja trainieren, dass wir wirklich unsere negativen Emotionen, unsere zerstörerischen Emotionen, zerstörerischen Gedanken und emotionalen Muster überwinden können, damit wir wirklich einen Weg finden können, Glück in uns selbst zu finden. Sometimes don't you notice that mind is in one way can be our really the best friend. Dass der Geist auf der einen Seite uns der beste Freund sein kann, auf der anderen Seite auch zu unserem schlimmsten Feind werden kann. Als ich in Taiwan war, habe ich über Depressionen gesprochen. Und Kimberly hat mich daran erinnert, dass wenn man depressiv ist, das ist nicht unbedingt ein dummer Zustand, sondern der Geist, unsere Gedanken können unglaublich schnell sich bewegen. Und alles kann sich dann gegen uns wenden. Wir denken dann, wir sind so oder so und dann unterdrücken wir uns immer weiter. Das können wir auch Selbstmissbrauch nennen. Das ist die schlimmste Form des Missbrauchs. Die schlimmste Form des Missbrauchs ist nicht, wenn andere uns missbrauchen, sondern wie wir uns missbrauchen. Wir sind die größten Missbraucher unserer selbst. Wirklich, wir wenden uns gegen uns selbst und missbrauchen uns und werden selbst zum Opfer. Und wir fallen dem zum Opfer und werden unfähig, psychologisch, emotionell unfähig, kraftlos. Bestimmte Muster entstehen und dann glauben wir, dass wir etwas sind, weil wir es schon oft genug gesagt haben. Was unglaublich ist, dass selbst wenn wir das, da wir das nicht sind, machen wir uns doch selber glauben, dass wir das sind. Weil wir dieses verblendete Gehirnwaschmuster haben. In den Lehren heißt es, aus Ignoranz unterdrücken. Wir unterdrücken uns selbst, aus Wut heraus töten, aus Ignoranz heraus unterdrücken. Diese Wut kann uns selbst umbringen. Dieser Ärger, diese Ignoranz kann uns auch unterdrücken. Das sind diese zwei negativen Emotionen, denen wir wirklich zum Opfer fallen. Und deshalb dient das Geistestraining dazu, wirklich den Geist zu transformieren. Seine Heiligkeit, den Dalai Lama, zitiert es oft. Ein großer Meister des Geistestrainings hat bemerkt, dass eine der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er transformiert werden kann. Das sagen wir zusammen, eine der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er transformiert werden kann. Wir können ihn verändern. Es ist die Gewohnheit, die uns zu dem gemacht hat, was wir jetzt sind. Und durch Disziplin, das Gegenteil der negativen Gewohnheiten, durch Disziplin, durch Geistestraining und Disziplin, können wir wirklich dies überwinden. Und eine der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er transformiert werden kann. Der Geist ist wie ein Kristall, was auch immer wir unter ihn legen, wo auch immer wir uns beschäftigen, dazu wird es. Wenn wir ein grünes Tuch unter den Kristall legen, wird der Kristall grün. Wenn wir ein gelbes Tuch drunter legen, wird es gelb und rot und so weiter. Wo auch immer wir unseren Geist mit beschäftigen, dazu wird der Geist. Wie der Buddha gesagt hat, wir sind, was wir denken. In Kalifornien sagen wir sind, was wir essen. Aber es stimmt eher, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, das stammt aus der Dhammapada, aus dieser der grundlegenden, berühmten
buddhistischen Schrift ist die Basis, auch eine wichtige Schrift in der Theravada-Tradition. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken schaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit reinem Geist und Glück wird folgen. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit unreinem Geist und Sorgen werden folgen. Die gute Nachricht ist, dass, obwohl der Geist so geworden ist, wie er jetzt ist, ist das Gute doch, dass wir ihn verwandeln können. Wir können ihn verändern. Dazu besteht die Möglichkeit, es ist nie zu spät. Ein Beispiel, was Thukku Thunderbhob gegeben hat in seinem Buch Die heilende Kraft des Geistes, spricht er über... Ein Lehrer, bevor dieser Lehrer zu einem großen, mitfühlenden, gütigen Lama und Kempo wurde, war er wirklich krank. Er war geisteskrank. Die Menschen mussten ihn festbinden. So krank war er. Wie hat er das überwunden? Durch Geistestraining. Dadurch wurde er zu diesem unglaublich mitfühlenden Lehrer und konnte alle seine Behinderungen überwinden. Es ist interessant, dass auf Tibetisch eine der Hauptkriterien in dieser Belehrung ist, nicht so sehr sich Sorgen machen. Denn wenn wir uns Sorgen machen oder zu sehr denken, entstehen die verschiedenen Gewohnheitstendenzen, wie wir immer urteilen und wahrnehmen. Und das ist, was wirklich das Leid bewirkt, noch viel mehr als das Leid an sich. Es gibt ein tibetisches Wort für Sorgen. Es gibt viele Worte. Das eine ist Semche. Das andere ist Semne. Sem ist der Geist und Ne ist die Krankheit. Sich Sorgen machen ist also den Geist krank machen. Das sich Sorgen macht den Geist krank. Und wenn wir uns Sorgen und negativ denken, dadurch machen wir unseren Geist krank. Ist das klar? Wir machen uns selbst krank durch die Art, wie wir denken. Das Gegenteil ist aber auch möglich. Auch in der Welt der Heilung ist ja entdeckt worden, dass die Kraft des positiven Denkens unglaubliche Kraft zur Heilung und Transformation besitzt. Einfach positives Denken. Und indem wir unseren Geist trainieren, können wir überwinden. Beides, Glück und Leid, hängt einzig davon ab, wie der Geist sie wahrnimmt und wie wir mit ihnen umgehen, hängt von unserer Haltung ab. Ich habe oft den Dalai Lama sagen gehört, wenn er gefragt wird, was ist die Kunst des Glücklichseins? Wie können wir glücklich sein? Oft gehört, wenn die Medien ihn gefragt haben, habe ich gehört, dass er gesagt hat, zugegeben, dass äußere Umstände und Situationen zu einem gewissen Maße zu unserem Glück und Leid beitragen können. Letztendlich hängt Glück und Leid jedoch vom Geist ab und wie es wahrnimmt durch die fünf Sinne. Das heißt, beides, Glück und Leid, hängt letztendlich vollständig von unserem Geist ab, wie er wahrnimmt. Manchmal denken wir, dass Glück und Leid wirklich existieren. Aber es ist, geht darum, wie der Geist es wahrnimmt. Diejenigen, die wirklich wissen, die Gelehrten,
that when you're able to overcome your mind, die wissen, dass wenn wir wirklich fähig sind, unseren Geist zu überwinden, wenn wir mit unserem Geist arbeiten, denn Glück und Leid beruhen letztendlich wirklich auf dem Geist, wie der Geist wahrnimmt. Und wenn wir mit unserem Geist arbeiten können, unseren Geist überwinden können, ist das Glück unseres. Dann können wir wirklich Leid überwinden. Und das wird eine viel verlässlichere Glückseligkeit, als wenn wir außerhalb von uns nach Glück suchen. Es heißt, nur die Törichten suchen außerhalb nach Glück und denken, dass es von äußeren Umständen abhängt. Denn wenn es nicht in uns liegt, wenn es außerhalb von uns liegt, dann haben wir wirklich keine Kontrolle. Haben wir keine Kontrolle. Deshalb wissen wir nie, wie es ausgehen wird. Und wenn wir nur auf Glück außerhalb von uns beruhen, dann wissen wir niemals, wie es wirklich ausgehen wird und wie wir planen sollen. Es gibt viele Fehleinschätzungen und ein Misserfolg nach dem anderen. Und unser Glück, unsere Ziele werden wir niemals, unsere Träume niemals erreichen können. Wenn wir aber mit dem Geist arbeiten, merken wir, dass das Glück nicht außerhalb liegt. Und die Weisen geben den äußeren Situationen keine Schuld als Quelle für ihr Unglück, sondern erkennen, das heißt jetzt natürlich auch nicht, dass sie sich selbst die Schuld zuweisen. Denn wenn wir uns selbst immer wieder beschuldigen, wenn wir uns selbst beschuldigen, sehen wir fast uns selbst als etwas außerhalb von uns selbst. Beschuldige dich nicht selber, sondern habe die Einsicht, dass Glück und Leid wirklich auf den Geist beruht. Die innere Haltung hier in den Lehren ist, dass wenn wir etwas tun können, dann geht es nicht darum, Schuld zuzuweisen oder sich Sorgen zu machen, wie Shantideva, dieser große Meister, in seinem berühmten Ausspruch gesagt hat, wenn wir etwas tun können, um ein Problem zu lösen, dann gibt es keinen Grund, wirklich sich darum Sorgen zu machen oder unglücklich zu sein, denn wir können ja etwas tun. Lieber etwas tun, als darüber sich Sorgen machen. Wenn wir etwas tun können, ein Problem zu lösen, dann gibt es keinen Bedarf, wirklich sich Sorgen zu machen oder unglücklich zu sein. Wenn wir aber das Problem nicht lösen können, dann hilft es auch nicht, sich Sorgen zu machen oder unglücklich zu sein. Dann sollten wir es eher genießen. Wenn wir nicht gewinnen können, sollen wir mitmachen. Das Komische ist, wenn wir wirklich beginnen, das Leid zu genießen, werden wir es überwinden. Oft ist es unsere Abneigung dem Schaden und Leid gegenüber, der alles verursacht. Wenn wir es willkommen heißen können, können wir die Schwierigkeiten überwinden. Es gibt viele außerordentliche Beispiele, zum Beispiel aus dem Leben Milarepas, die das zeigen, das noch später. Ich baue jetzt die grundlegenden Voraussetzungen für diese Belehrung auf. Diese Belehrung macht den Dalai Lama zum Dalai Lama. Das schafft die großen Meister, die großen Praktizierenden, sie sich so wohl mit sich fühlen, dass sie so glücklich sind, so mitfühlend, wegen dieser Lehren. Ist das klar? It's like you see, first a when you conquer your mind, wenn wir unseren Geist erobern, you see your whole perception begin to change. Dann beginnt unsere ganze Wahrnehmung your sich zu verändern. Changes. Unsere innere Haltung, unsere Wahrnehmung verändert sich. After while, because nach einiger Zeit, first you see, as it says in the zunächst, wie es in den Belehrungen heißt, first you to work with your, zunächst müssen wir mit unseren, to realize the happiness within, um die Glückseligkeit innen zu erkennen, müssen wir mit unserer Einstellung arbeiten. Indem wir also mit unserer inneren Haltung arbeiten, bewirken wir einige Veränderungen in uns. Und wenn wir wirklich unseren Geist erobern, wird nach einiger Zeit, wenn wir wirklich unseren Geist erobern und unsere Wahrnehmung erobern, dann werden auch unsere Erfahrungen, wenn wir wirklich Glück gefunden haben, dann wird jede Erfahrung zur Glückseligkeit. Dann brauchen wir kein Training mehr, sondern wir sind es. Wie zum Beispiel jemand, der
perfektes Deutsch spricht, perfektes Englisch, perfektes Französisch spricht, wann auch immer diese Person sich mit einer französischen Person unterhält, spricht sie perfektes Französisch. Mit einem Deutschen perfektes Deutsch, mit einem Engländer perfektes Englisch. Das ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber... This example is when you must be able to really master the teachings. Wenn wir wirklich diese Lehren gemeistert haben, antworten wir auf jede Situation mit dem auf angemessene Art und Weise. But then fundamentally, once you see one, put it this way, once your attitude has transformed, wenn unsere Haltung sich wirklich transformiert hat und unser Geist erobert worden ist, verändert sich unsere Wahrnehmung. Nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch unsere Erfahrungen verändern sich. Und wir werden dazu. Wir sind einfach glücklich. Und wir sind zu einer stabilen Haltung gelangt. Alle Wahrnehmung, alles, was wir sehen, Bodhisattvas, die auf dieser Ebene angelangt sind, nennen es, dass alle Wahrnehmung, alle Phänomene durchdrungen sind von Glück. Als ob wir eines Morgens aufwachen und sehen, dass alles mit Schnee bedeckt ist. This light snow that covers everything is pure, like it. Alles ist rein. Everything is like happiness. Alles ist Glück. That means that everything they see, that you know, that in alles, fact, was sie sehen, for such a person, für so einen Menschen, existieren Schwierigkeiten und negative Hindernisse eigentlich nicht. Obwohl sie erscheinen, durch ihre Kraft der Transformation, durch ihr Verständnis, werden sie zu Glück. Und jemand, der das wirklich erkannt hat, muss sich nicht einmal mehr bemühen, Leid in Erleuchtung zu verwandeln. Es ist einfach so. Und dann hat man so become like that. Und wenn wir so geworden sind, wenn unsere Erfahrungen so geworden sind, dann verwandelt sich selbst unsere Wahrnehmung, unsere Welt. Und es wird so kraftvoll wie beim 16. Karmapa und großen Meistern, dann haben sie solche Kraft, dass ihre Präsenz sogar die Wahrnehmung anderer erobern kann. Durch ihr Sein wird die Wahrnehmung anderer verwandelt. Wissen Sie, was ich sage? Sie können selbst die Wahrnehmung anderer verwandeln. Indem wir unseren eigenen Geist erobern, durch die Würde oder Majestätik dieses Verwandeln, werden wir ganz natürlich alles erobern. Wir werden Herr über alle Umstände. Wir werden Herr und gewinnen Oberhand über alle Dinge. Und das nennen wir auch das löwengleiche Yoga. Und dann werden selbst die Wahrnehmung anderer erobert und verändern sich. Was ich sage, ist, dass selbst die Umstände sich verändern. Wenn wir das vervollkommnet haben, können wir sogar Umstände verändern. Und viele kraftvolle Praktizierende können wirklich Leid in Glück verwandeln durch die Kraft ihres Geistes. Und wir sagen, dass ein Wunder vollbracht worden ist. Das ist letztendlich die Kraft des Geistes. Verstehen Sie, ich versuche hier einen Hauptpunkt rüberzubringen. Main point is, you know what we do? Wissen Sie, was wir tun? Wo suchen wir nach Glückseligkeit? Outside. Außerhalb unserer selbst. Maybe in a partner, vielleicht in einem Partner, in einem Mann oder einer Frau, job or something, in unserem Beruf. But all these things are completely not under your control anyway. Aber über diese Dinge haben wir ohnehin keine Kontrolle. That's why we never have happy. Deshalb sind wir niemals glücklich. We completely depend on. Wir hängen vollständig davon ab.
Where is the wise and learned? Die Weisen und Gelehrten jedoch wissen, dass das Glück letztendlich vom Geist abhängt und suchen nicht nach Glück außerhalb ihrer selbst. Sie suchen Glück im Inneren, indem sie mit ihrem Geist arbeiten. Und wenn wir wirklich das Glück in uns finden, diese Weisen wissen, dass Glück und Leid vom Geist abhängt und indem wir mit unserem Geist arbeiten und unseren eigenen Geist überwinden und mit den negativen Emotionen arbeiten, wie machen sie das? Durch die Kraft der Vernunft, indem Verblendungen analysiert werden, störende Emotionen untersucht werden. Und wenn wir dadurch unseren Geist erobern, dann erkennen wir, dass das Glück letztendlich in uns liegt. Und sobald wir das Glück in uns selbst finden, dann zieht man automatisch alles Glück an. So wie alle sich ständig um seine Heiligkeit den Dalai Lama versammeln. Dann bist du extrem attraktiv. Dann ist man außerordentlich attraktiv, hat Ausstrahlung, man hat Kraft, Magnetismus. Wenn wir mit unserer Einstellung dem gegenüber arbeiten, benutzt Lojong die Kraft des Verstandes, um unsere Verblendungen und verwirrenden Emotionen, selbst unsere grundlegenden Annahmen zu analysieren. Viele Dinge in unserem Leben geschehen. Vieles beruht auf Annahme. Wir nehmen so viel an. Ein großes Beispiel dafür ist, solange etwas existiert, denken wir, dass es von Dauer ist. Wir verbinden also Dauerhaftigkeit mit Existenz. Und das liegt im Herzen der buddhistischen Philosophie. Weil wir das annehmen, leiden wir. Wir denken, es ist dauerhaft und deshalb klammern wir uns daran fest, denken, es ist dauerhaft. Und wenn wir herausfinden, dass das nicht der Fall ist, dann fühlen wir uns getäuscht. Wenn wir uns daran anhaften, kommt der Schmerz. Woher kommt diese Anhaftung? Die Anhaftung kommt aus der Annahme, dass es dauerhaft sei. Wir können die jetzt fragen, können wir ohne Anhaftung leben? Tatsächlich ist die Meinung der Wahrheit frei von Anhaftung. Das Leid im Leben selber zeigt, dass wenn wir voranschreiten, sondern spirituell, müssen wir Anhaftung loslassen. Mehr und mehr loslassen, indem wir hinwächst, wirklich bedingungslos zu leben. Sie wissen es aus Ihrem eigenen Leben, wann auch immer Anhaftung damit im Spiel ist, funktioniert das nicht. Das bringt immer Leid. Es geht nie gut aus. Der Grund, warum wir uns verhaften, ist, weil wir denken, dass es dauerhaft ist. Das ist eine Fehlannahme, wenn wir erkennen, dass die Dinge nicht dauerhaft sind. Und erkennen, dass alles vergänglich ist. Wenn wir das wirklich annehmen. Normalerweise können wir das nicht akzeptieren. Wir denken, das ist nicht von Dauer, vielleicht ist ja das von Dauer. Und haben immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwo etwas von Dauer finden. Wir hoffen immer noch. In unserem Leben finden wir aber immer wieder, dass alles vergänglich ist. Und wenn wir das tatsächlich annehmen können, wird es einfacher, als dagegen hoffen. Und wenn wir diese Anhaftung loslassen, denn es ist unser Glauben an Dauerhaftigkeit, die uns zum Klammern veranlasst. Wenn wir erkennen, dass die Dinge nicht letztendlich von Dauer sind, kann uns das vom Greifen befreien und erkennen die Nutzlosigkeit des Greifens. Das kann eine Quelle der Befreiung des Geistes sein. Obwohl es nicht dauerhaft ist, existiert es doch auf der relativen Ebene. Es existiert auf der relativen Ebene und es gibt Ursache und Wirkung
Alles ist gegenseitig voneinander abhängig. Und deshalb alles, was wir tun, sagen oder denken, hat Konsequenzen. Und deshalb müssen wir ethisch sein, uns verhalten. Verantwortlich für unsere Handlungen. Und besonders auch für unseren Geist, für unsere Motivation. Das ist die Basis von allem. Unsere Motivation ist so wichtig. Die Motivation bewirkt alles. Es ist oft nicht die Größe einer Handlung, sondern die Motivation. Diese zwei Dinge, die Sicht von Shunyata ist unglaublich praktisch. Es sagt uns, dass letztendlich wir nichts festhalten können, weil alles nicht von da ist. Und wenn wir Vergänglichkeit erkennen, können wir wirklich auch Mitgefühl verwirklichen, wie Milarepa gesagt hat. Wenn wir Leerheit erkennen, beginnt das Mitgefühl sich zu erheben. Statt greifen ist es dann das Freisetzen von Liebe und Mitgefühl. Und auf der relativen Ebene existieren die Dinge, diese Tasse existiert, und wir sind das größte Beispiel dafür, dass wir weder dauerhaft sind noch nicht existent. Wir sind weder dauerhaft, aber auch nicht existent. Auf der relativen Ebene müssen wir also Ursache und Wirkung respektieren und ethisch uns verhalten. Anyway, so the basically what the Womit also die Lujong-Lehren beginnen, ist, dass sie die Kraft des Verstandes gebraucht, um unsere Verblendung zu analysieren. Verblendung wie Dauerhaftigkeit, störende Emotionen, grundlegende Annahmen. Indem wir also diese Belehrung benutzen, können wir lernen, selbst mit den größten Problemen umzugehen, wenn sie entstehen, wie zum Beispiel durch Krankheit, Lebenskrisen. And transform the difficulties around us. Wir lernen, die Schwierigkeiten um uns herum zu transformieren, so as to find, simply speaking, um einfach ausgedrückt way to find a lasting happiness. Einen Weg zu finden, dauerhaftes Glück zu haben. In fact, that the original Tibetan title, der ursprüngliche tibetische Titel für diese Belehrung, the turning suffering happen Leid und Glück in Erleuchtung verwandeln, heißt auf Tibetisch Chi Duk Lam Chesedet. Chi Duk Lam Ches. Forward. Vier Worte. Chi happiness. Bedeutet Glück. Duk means Duk suffering. Bedeutet Leid. Lam means path. Lam ist der Pfad. Cher means to und carry heißt or to tragen oder mitnehmen. That you say, das bedeutet, whatever comes to alles, you in was life, zu uns in unserem Leben kommt. Whatever comes to you in your life, hier diese Belehrung zeigt, alles, was zu uns kommt in unserem Leben, sei es Glück oder Leid, this extraordinary teaching shows, zeigt uns diese außergewöhnliche Belehrung, dass shows you how to transform it, wie es transform them, verwandelt werden kann, and draw the best out of it, um das Beste dabei herauszuziehen, and um das letztendlich zu benutzen, so that is of the ultimate benefit, dass es zum letztendlichen Nutzen wird für uns and for others und für alle anderen. What it shows, what the teaching show, was die Belehrung uns zeigt, ist, wie wir Nutzen ziehen können aus allem und jedem, was auch immer uns geschieht, these teachings arms and equip us, was auch immer uns widerfahren ist. Diese Belehrung wappnet uns and the ability mit geschickten Mitteln und der Fähigkeit, even suffering, selbst Leid into a source of happiness, zu einer Quelle von Glück und Stärke werden zu lassen. In fact, many masters say, viele Meister sagen, viele Lamas, große Lamas, viele Meister sagen oft, true Dharma, das wahre Dharma oder ein wahrer spiritueller Praktizierender oder Dharma-Praktizierender jemand ist, able to take everything onto the path, der fähig ist, alles auf den Pfad mitzunehmen. Das heißt, wer ist ein wahrer Dharma-Praktizierender? Es ist jemand, der fähig ist, alles, was auch immer geschieht, alles, was im Leben geschieht, fähig ist, es mit einzubeziehen auf den Pfad, auf unsere Reise mit einzubeziehen. Grundlegend geht es in dieser Belehrung darum, wie wir unfavorable circumstances of your life, ungünstigen Umstände unseres Lebens for nutzen können als
Material zum Erwachen. Das kostbare Geschenk dieser Belehrung ist, was auch immer geschieht, wird nicht als Unterbrechung angesehen oder als ein Hindernis, sondern etwas, was uns hilft, uns zu verbessern. Indem wir diesen Belehrungen folgen, zeigt uns, dass es jede Situation zur Quelle des Erwachens dienen kann. Alles ist nützlich. Und wir beginnen zu erkennen, dass Glück und Leid ein Segen ist. Und das ist eine unglaubliche Möglichkeit, ist, weiser zu werden, better, mitfühlender, stronger, besser, stärker, mutiger, see, loving, liebender and many. Und viele andere and Dinge for ourselves and for others. Für uns selbst und für andere. Also one thing that's very important is that first we have to, this will come later, but just es ist auch wichtig, das wird noch später erklärt, zunächst erkläre ich die Hauptpunkte. Zunächst müssen wir mit unserer inneren Einstellung arbeiten, wirklich, um uns wirklich zu verwandeln. Um wirklich eine Veränderung und eine Transformation zu bewirken, müssen wir zunächst mit unserer Einstellung arbeiten. Denn unsere fehlerhaften und falschen Sichten, unsere falschen Annahmen sind die Ursachen unserer Leid. Zunächst müssen wir also mit unserer Haltung arbeiten, unserer Haltung dem Leid, den Schwierigkeiten gegenüber, denn wir haben eine falsche Einstellung dem gegenüber. Und dann beginnen wir, unsere falsche Haltung zu verwandeln, und wenn wir zur richtigen Einstellung gelangen, erkennen wir, was diese Schwierigkeiten wirklich eigentlich sind. Wenn wir erkennen, was sie wirklich sind, dann erkennen wir, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir endlich gedacht haben. Vielleicht haben diese Dinge auch viele gute Qualitäten. Wie der Dalai Lama oft sagt, wann immer ich ein Problem habe, noch immer ich ein Problem habe, betrachte ich es immer aus verschiedenen Blickwinkeln. Um etwas Positives daran zu finden. Das heißt, wann auch immer er Schwierigkeiten gegenüber sich sieht, sucht er immer nach einem positiven Aspekt daran. Und das gibt mir innere Kraft, sagt er. Kürzlich erwähnt hat er es nicht mehr so oft, aber in früheren Zeiten, als das tibetische Volk so viel erlitt, jetzt ist der Dalai Lama jetzt so bekannt und jeder möchte den Dalai Lama treffen und jeder möchte mit dem Dalai Lama Zeit verbringen. Es ist fast wie ein Superstar. Es waren damals schwierige Zeiten. Wir hatten fast keine Freunde. Es gab so viele Probleme. Und damals sagte der Dalai Lama oft, wann immer ich Probleme oder Schwierigkeiten gegenüberstehe, immer wenn ich etwas eine schockierende Neuigkeit höre, eine starke Enttäuschung erlebe oder Schwierigkeiten kommen, dann versuche ich immer das Positive daran zu sehen, nicht aufzugeben, nicht alles für bare Münze zu nehmen und sich dem zu unterstellen. Nicht das Leid wirklich für bare Münze zu nehmen, sondern wirklich zu suchen, was dahinter steht. Ob es da nicht eine gute Qualität dahinter gibt. Das heißt immer, dass es einen Lichtblick gibt. Vielleicht ist das auch wirklich Segen in Verkleidung. Wenn wir wirklich hinschauen und unsere innere Haltung verändern, erkennen wir, dass selbst das Leid als das gesehen werden kann, was es ist, nämlich vielleicht als Quelle des Segens, dass es uns Nutzen bringen kann, besonders auf dem spirituellen Pfad. Das heißt ja auch, das Feuer macht das Eisen zum Stahl. Schwierigkeiten können unseren Charakter formen und uns stärker und zu stärkeren und besseren Menschen werden lassen. Das Leid kann die größte Reinigung machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Ihnen Leid wünsche oder dass wir leiden sollten, aber wenn Leiden kommt, wahllos, we must see it as all in the teachings that when suffering or difficulty comes, heißt es in den Lehren, dass wenn Leid oder Schwierigkeiten kommen, wir es nicht sehen sollten als eine schlimme Botschaft. We see it in the teachings is it's because it's a result of past karma. Das ist kommt als Resultat von vergangenen Karma. Vielleicht haben wir etwas Negatives getan. Als der Buddha über die vier edlen Wahrheiten gelehrt hat, das war seine erste Belehrung.
die der Buddha gab. Die vier edlen Wahrheiten, das heißt die Wahrheit des Leidens, des Ursprungs des Leidens, des Aufhören des Leidens und der Pfad, der zum Aufhören des Leidens führt. Die vier edlen Wahrheiten. Wenn wir die vier edlen Wahrheiten betrachten, heißt es dort, dass die Wahrheit des Leidens erkannt werden muss, sein Ursprung muss zurückgelassen werden. Und es sollte wirklich das Ende des Leidens aktualisiert werden und dem Pfad sollte gefolgt werden. So werden die vier edlen Wahrheiten in zwei aufgeteilt. Die ersten zwei beziehen sich auf Samsara. Leiden und die Ursache von Leiden ist Samsara. Und das Aufhören und der Pfad zum Aufhören fällt unter Nirvana. Was die Lehren uns also zeigen, ist, dass Glück und Leid auf dem Geist beruht, wie der Geist wahrnimmt. Das heißt, zunächst müssen wir mit unserer inneren Einstellung arbeiten, unsere Einstellung transformieren, damit wir Leid wirklich in seinem wahren Licht sehen und das Gute daran erkennen können. Wie ich schon gesagt habe, als ich in England ankam, war ich sehr krank. Ich habe etwas, eine Krankheit mitgebracht aus Indien und ich war sehr dünn. Jetzt bin ich das Gegenteil, ich war damals wie ein Stock. Seine Herrlichkeit, der Dalai Lama, machte sich richtig Sorgen, denn als er das erste Mal in den Westen kam, habe ich mitgeholfen, seine Reise zu organisieren und er hat sich etwas Sorgen gemacht. Anyway, so I was very ill and I was in the hospital. Ich war hospitalisiert. I had to kind of discontinue quite a bit of my study because I was in hospital. Und habe weiter studiert im Krankenhaus, war ich 3 Monate. War allein dort. During that time, there were not many Tibetans also. Es gab wenig Tibeter damals im Westen. Der einzige, der da war der Kronprinz von Sikkim, der auch in Cambridge Universität war. Und mein Cousin Atul Rinpoche war auch da. Und sie haben mich beide besucht. Da habe ich Degu Kenzin Rinpoche einen langen Brief geschrieben über meine Erfahrungen und die Schwierigkeiten, denen ich mich gegenüber sah. Und er antwortete mit diesem unglaublichen Brief, dieser unglaublichen Belehrung. Das werde ich mit Ihnen später teilen. Letztendlich steht da, wenn Leid kommt, das wollte ich sagen, wenn Leid kommt, sieht es ein Praktizierender nicht als schlechte Nachricht, als etwas Schlechtes. Und das Leid ist einfach das Resultat von vergangenem negativen Karma. Wenn wir also Leid erfahren, dann heißt es nicht, dass wir schlechte Menschen sind, sondern eher, dass wir etwas Schlechtes in der Vergangenheit getan haben. Und wir beenden jetzt diese Geschichte. Und wenn wir wissen, wie wir das richtig benutzen können, beenden wir nicht nur dieses Karma, diese Geschichte, diese bestimmte Geschichte, wir können das sogar auch benutzen, unseren spirituellen Pfad weiter voranzutragen, um uns zu verbessern. Dann können wir Leid als Reinigung sehen. Die Lehren sprechen oft darüber, dass Leiden wie ein Besen ist, der das negative Karma wegfegt. Wenn Leid und Schwierigkeiten so gesehen werden können, sehen wir es als Reinigung. Und dadurch können wir es annehmen. Solange wir uns in Samsara befinden, ist Leid seine eigene Natur, seine grundlegende Kondition. Wenn wir in Berlin sind, finden wir heraus, dass alle Deutsch sprechen. Da ist nichts falsch dran, wir sind einfach in Deutschland. So, when we are in Samsara, wenn wir also in Samsara sind, always this problem. Gibt es immer Probleme, Schwierigkeiten. Auf Glück zu hoffen in Samsara ist, da laufen wir einfach auf dem falschen Gleis. Wirklich, auf Glück zu hoffen, wenn wir wirklich in Samsara hineinschauen, da gibt es nur Leid und Leid und Leid. Es gibt da drei Arten von Leiden. Grundlegendes Leiden, Leid, was alles durchzieht, fast nicht spürbar. Manchmal erkennen wir das. Wenn wir wirklich die Natur der Lehren erkennen, dann erkennen wir, dass Leid die Natur von Leben ist. Was wir kennen, ist das Leid des Leidens und das Leid der Veränderung. Aber grundlegend gibt es dieses alles durchdringende Leid, solange wir uns in Samsara aufhalten.
Es gab einen Lehrer, einen bekannten tibetischen Lehrer, der sehr krank war. Ich habe ihn im Krankenhaus angerufen, Dr. Rinpoche hat ihn auch besucht. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe, und mein Trost ihm geben wollte, hat er geantwortet. Es war sehr tief, was er gesagt hat. This is samsara. Das ist Samsara, sagte er. He said, this is samsara. Aber wie er das gesagt hat, das ist Samsara. There is such a sense of renunciation. Da lag so viel Entsagung und Annahme drin. Of course, this is something normal. Saying, he was saying, this is natürlich, really das ist ganz normal, denn wir sind ja in Samsara. It's nothing unexpected. Das ist nicht unerwartet. As long as we are in samsara, solange wir uns in Samsara aufhalten, ist das Leid Teil dessen. There was such an acceptance. Not a resignation, huh? Not a resignation. Da lag so viel Annehmen drin. Nicht Resignation. Not a resignation, but nicht Resignation, sondern es annehmen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Etwas annehmen können und Resignation sind zwei verschiedene Dinge. Wenn wir etwas annehmen, können wir damit arbeiten. Wie in der Therapie. Wenn wir etwas annehmen und erkennen, dann kann wirklich Heilung beginnen. Wirklich anzunehmen, dass der Heilprozess stattfindet. Just as also when Tibetans first came out of Tibet, als die Tibeter begannen, aus Tibet herauszukommen, diese große Tragödie, ich habe darüber auch geschrieben, im tibetischen Buch vom Leben und Sterben, haben viele Älteren und Weisen Lamas gesagt, oh, der Buddha hat uns über Vergänglichkeit gelehrt, was uns jetzt widerfährt, ist die große Vergänglichkeit. Das wurde zu einer gewaltigen Belehrung. Und wenn Leid zu uns kommt, for a practitioner, das für jemanden, der praktiziert, ist das Leid, wenn das Leid zu uns kommt, dann erinnert es uns daran, dass wir noch in Samsara uns befinden. Und es zeigt uns, dass das Samsara letztendlich überhaupt nichts Gutes in sich trägt. Deshalb sollten wir uns auch nicht daran verhaften. Wenn wir wirklich am Samsara uns festhalten, in der tibetischen buddhistischen Tradition gibt es vier Hauptlinien. Es gibt die Nyingma, die Sakya, Kagyu und Gelug. In der Sakyabha-Tradition, der Gründer der Sakyabha-Tradition, Sachin Gungpa Ningpo, als er 12 oder 13 war, hat er die Vision von Buddha Manjushri, vom Bodhisattva Manjushri, der ihm diese wunderbare Belehrung gab, die sich nennt, Abschied nehmen von den vier Verhaftungen. Darin heißt es, wenn wir uns an dieses Leben verhaften, sind wir kein wahrer spiritueller Praktizierender. Wenn wir uns am Samsara festhalten, haben wir keine Entsagung. Wenn wir uns an uns selbst festhalten, haben wir Bodhicitta Mitgefühl nicht erkannt. Wenn wir greifen, haben wir nicht die Sicht. Das heißt, wenn wir uns an Samsara festhalten, jedes Mal, wenn Leid entsteht, erkennen wir, zeigt uns das, dass Samsara wirklich nichts Gutes ist, dass es nicht sich lohnt, darin zu investieren, dass es nicht unsere Kopfschmerzen wert ist. Jedes Mal, wenn also Leid kommt, kann es in uns Entsagung inspirieren. Wir wollen daher etwas Besseres finden und zur Befreiung gelangen. Indem wir das tun, wirklich Befreiung zu finden, kommt durch Buddha, Dharma und Sangha. Buddha als Führer, als wahrer Führer, Dharma als wahrer Pfad, Sangha als wahrer Freund. Wahr heißt hier jetzt nicht, dass andere Pfade das nicht beinhalten. Es ist viel eher als kostbarer Führer genannt, als kostbarer Pfad ist das Dharma und der kostbare Freunde oder Unterstützung ist die Sangha. Wenn das Leid kommt, inspiriert das in uns nicht nur dem Samsara zu entsagen, sondern auch Zuflucht zu nehmen. Denn immer wenn wir Leid erfahren, Schwierigkeiten erfahren, dann kommt die Angst. Angst, dass diese Dinge kommen und wir können diese Angst benutzen, denn Angst ist eine kraftvolle Emotion. Wir können sie benutzen, um die Zuflucht anzurufen und dadurch Angst in Zuversicht zu verwandeln. Nicht nur das, wenn wir Leid sehen und erkennen, manchmal ist es nur dadurch, dass wir leiden, erkennen wir, dass wir
wie das ist zu leiden und können auch erkennen, wie alle anderen leiden und beginnen Mitgefühl zu haben. Das öffnet uns die Augen und hilft uns, das Leid anderer zu erkennen. Das Leid kann uns auch zurechtweisen, besonders wenn wir sehr arrogant sind, wenn wir sehr erfolgreich gewesen sind, berühmt und denken, dass wir der Spitze der Welt stehen, und das kann uns zurechtweisen. Warum bläst du dich so auf? Garimpushi sagt, du bist nicht der Boss, du bist der Diener. Wir haben eh keine Kontrolle über unser Leben. Warum sind wir dann so selbstgefällig und eingebildet? Manchmal ist diese Selbstgefälligkeit, diese Arroganz, Arroganz ist eine der schlimmsten Dinge. Arroganz und Verachtung, auf jemanden herabblicken und Arroganz. Das sind unsere zwei schlimmsten Feinde. Denn wenn wir wirklich arrogant sind, wenn deine Gruppe vielleicht arrogant ist, wenn deine Gesellschaft arrogant ist, dann ist das wirklich... Something interesting when you're arrogant. Es ist interessant, wenn man arrogant ist. When you become arrogant, you don't really. Arrogance is not going to make people, respect. Arroganz bewirkt nicht, dass die Menschen dich respektieren. Arroganz schafft eher, dass die Menschen dich nicht mehr mögen. Whereas if you're really kind, if you're generous, if you're humble, wenn wir doch gütig sind, großzügig, bescheiden, dann respektieren die Menschen dich. Sometimes Dalai Lama often used to say, der Dalai Lama hat oft gesagt, Stolz und Glück kommen als Freunde, aber später werden sie zu deinem Feind. Auch wenn wir stolz sind, arrogant und stolz, wenn wir angeben, denken wir, dass jeder sagt, oh, wie groß dieser Mensch ist, wie wunderbar dieser Mensch ist. Wir wollen, dass alle sagen, dass wir so wunderbar sind, wenn wir angeben und arrogant werden. Aber vielleicht haben wir so eine hohe Meinung von uns selbst, dass wir davon richtig high werden. So wie eine Droge nehmen. Wir werden unzugänglich zu allem, was die anderen in uns sehen. Wir haben keine Idee, wie die anderen uns sehen. Wir sind so voll von uns. So in uns selbst, mit uns selbst voll. Die anderen sagen hinter unserem Rücken, dieser Mensch ist so arrogant, so voller Quatsch. Letztendlich, wenn wir arrogant sind, wollen wir einfach, dass die Menschen uns respektieren. Aber wir haben nicht von den anderen den Respekt. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Besonders, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir machtvoll sind. Wenn wir machtvoll und reich sind, ist das Wichtigste, gütig zu sein, großzügig zu sein. Da wir machtvoll sind, reich, wenn wir gütig und großzügig sind, können wir viel bewirken. Wir können wirklich Freunde gewinnen. Weil die Position, in der wir sind, machtvoll ist, respektieren das Leute, die Menschen. Und wenn wir das benutzen können, wirklich für Gutes es zu nützen, dann ist es die beste Investition für das Glück der Länder, für das Glück in uns selbst. Das Leid kann auch, wie die Lehre uns zeigen, uns helfen, Arroganz zu beseitigen. Und wir wissen ja auch, dass nicht nur wir, wenn wir leiden, erkennen wir das. Jetzt werde ich leiden, aber nicht nur ich leide. So viele Menschen auf der Welt leiden. Und vielleicht leiden die noch viel, viel mehr. Wenn wir wirklich Leiden verstehen und die Bedeutung im Leid als Reinigung des negativen Karmas erkennen, dann können wir es in eine Handlung des Mitgefühls verwandeln. Wir können sagen, möge das Leid, was ich jetzt erfahre als Resultat von vergangenen Karma, möge mit diesem Leid ich nicht nur mein eigenes negatives Karma reinigen, sondern möge ich auf mich selbst auch das mit diesem Leid das Leid der anderen auf mich nehmen. Oder mögen auch andere, die ähnlich wie ich negatives Karma oder noch mehr geschaffen haben, möge ich auch ihr Leid aufnehmen. Das heißt, mögen sie nicht mehr leiden, mögen sie frei sein von Leid. So können wir dem Leid einen Sinn geben und es verwandeln in eine Tat des Mitgefühls.
Das ist nicht nur, dass das Leid alles reinigt. Ich habe darüber gesprochen, es kommt als Resultat von negativem Karma. Es reinigt es nicht nur, sondern es wird auch zu einer unglaublichen Quelle von Verdienst. Im Leben von Milarepa wissen wir, dass indem er die dämonischen Kräfte überwunden hat, die kamen, um ihn zu behindern, das wurde wirklich zum drehenden Angelpunkt in seinem Leben. Wenn das Leid kommt, dann heißt es nicht. Es sind ja oft die guten Menschen, die leiden. Viele gute und gütige Menschen leiden. Mitfühlende Menschen leiden. Und da kann man denken, wo ist hier die Gerechtigkeit? All die guten Menschen leiden und die schlechten Menschen, denen geht es so gut. Wenn diese Menschen leiden, heißt das jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern eher, dass etwas in ihrem vergangenen Leben, etwas negatives Karma. Es ist erstaunlich. Oftmals werden zunächst die negativen Menschen eher erfolgreich. In Tibet wird angenommen, wenn wir etwas Negatives an einem sehr heiligen Tag tun, wenn wir zum Beispiel ein Tier an einem heiligen Tag töten, wird man reich. Wissen Sie warum? Denn wenn wir etwas Negatives tun, werden wir zunächst erst einmal scheinbar erfolgreich. Als ob wir den Teufel anbeten. Macht uns zunächst erst einmal mehr erfolgreich. Und später hat es die Seele, deine Seele. Faust, isn't it? Wie bei Faust. A lot of Faust stories. Heutzutage gibt es viele Faust-Geschichten. And that's why sometimes you don't judge people. Deshalb sollten wir die Menschen nicht beurteilen, wenn sie leiden und denken, dass sie schlecht sind. Oft sind es sehr gute Menschen. Es ist auch unglaublich, als die tibetischen Flüchtlinge zunächst kamen, war ich so beeindruckt von ihrer inneren Haltung dieser Praktizierenden. Obwohl sie so viele Schwierigkeiten durchleideten, hatten sie so viel Geduld. Such endurance, viel Durchhaltevermögen. And they just really realize everything is a teaching. Sie hatten alles erkannt, dass alles eine Belehrung ist. Nicht nur, dass sie sagen, das ist alles eine Belehrung und darüber lächelten, sie haben sie tatsächlich auf sich angewandt. Und zunächst haben sie gearbeitet mit ihrer inneren Haltung. Was ich hier sagen will, ist, dass wir müssen zunächst mit unserer Haltung arbeiten. Wenn wir mit unserer inneren Einstellung arbeiten, dann wird nach einiger Zeit auch unsere Erfahrung und unsere Wahrnehmung sich verändern. Und wenn diese Veränderung stattfindet, dann wird nach einiger Zeit, werden sich auch die Umstände verändern. Wenn wir wirklich die Umstände verändern wollen, dann müssen wir zunächst unsere innere Haltung verändern. Your own experience, the perception. Unsere eigene Erfahrung der Wahrnehmung transformieren. Auf Tibetisch das Wort Nangwa bedeutet, es bedeutet Erfahrung und auch Wahrnehmung. Und auch Erscheinung. Wenn wir wirklich unseren Geist erobern und unseren Geist überwinden, dann werden sich auch unsere Erfahrungen transformieren und unsere Wahrnehmung. Zunächst müssen wir mit unserer Einstellung arbeiten und dann verändern sich unsere Wahrnehmungen und Erfahrungen und auch die Umstände in der Welt verändern sich dann. Viele der großen Praktizierenden, wenn sie zunächst viel Schwierigkeiten durchmachen, indem sie das überwinden, nach einiger Zeit wird es unglaublich, Diego Kenzo Rinpoche zum Beispiel. Wir können sein Beispiel benutzen, als er zunächst als Flüchtling nach Kalimpong kam, in der Nähe von Darjeeling, eine kleine Bahnstation an einem Berg. Wohnte er neben einem Friedhof, ein kleiner Tempel neben einem Friedhof, ein Trittlager, Kalimpong. Seine ganze Familie musste ernährt werden durch 200 Rupies, die jemand ihm großzügig gab. Das war eigentlich nichts. Und er war vollständig zufrieden, wirklich zufrieden. Der größte Schatz ist ja Zufriedenheit. Wirklich Zufriedenheit. If you're really content, you're happy. Wenn wir wirklich zufrieden sind, sind wir glücklich. Content, wenn wir nicht zufrieden sind, wie auch immer reich sind, wir sind, sind wir dennoch arm. You understand? The contentment is the greatest treasure. Zufriedenheit ist der größte Schatz. Er war so zufrieden. Er hatte so viel Nachsicht. Das heißt in den Lehren, wenn wir große Entsagung haben,
And having no, having very joyful when suffering comes. Und uns zu freuen, wenn Leid kommt und große Entsagung zu haben, wenn Glück herrscht. Und wenn Glück herrscht, dann folgen wir dem nicht so, denn wir wissen, dass irgendwann Schwierigkeiten kommen. Denn wenn wir uns anhaften, dann wird das zur Quelle von Leid. Leid jedoch, wenn wir gegen das Leid keine Ablehnung haben. Das Leid an sich wird ja nicht durch das Leid geschaffen, sondern durch die Ablehnung dem Leid gegenüber. Wenn wir also die Ablehnung dem Schaden und dem Leid gegenüber loslassen und die Anhaftung an dem, was uns glücklich macht, loslassen. Wenn wir also erkennen, dass wenn das Leid kommt, wir wirklich freudig sein können. Denn Leid an sich schafft kein Problem. Leid kann uns wirklich als Quelle für Reinigung dienen. Wenn die Praktizierenden also erkennen, dass das Leid die Quelle von Reinigung von vergangenem Karma ist, dann können wir es akzeptieren. Wir erkennen dann, dass es nicht nur reinigt, nicht nur diese bestimmte Art von negativem Karma oder dieser schwierigen Phase, nicht nur, dass das jetzt vorbei ist, sondern dass wir sogar auch das Leid benutzen können, damit noch mehr positives Karma entsteht, was letztendlich als Investition für lange andauernde Glückseligkeit dienen kann. Wenn Glück kommt, sollten wir es erkennen, dass es als Resultat unser Problem ist, dass wir dann gefällig werden, eingebildet werden. Wir fallen dann dem Glück zum Opfer und verlieren unser Gewahrsein und unsere Wertschätzung und sehen alles als selbstverständlich an. Wenn das Glück kommt, sollten wir wirklich erkennen, dass das Glück als Resultat von positiven Karma, das wir in der Vergangenheit angesammelt haben, kommen. Sonst wäre es nicht gekommen. Genauso, wenn Leid kommt, können wir es einfach nur als Ursache von einem negativen Ding sehen, was wir getan haben. Wir sollten es als Reinigung sehen und gleichzeitig geloben, dass wir alles Negative, negative Emotionen und Handlungen, die Ursache für das Leid sind, zurücklassen. Wenn wir nicht leiden wollen, dann müssen wir die Ursache ausmerzen, dann werden wir das Resultat nicht haben. Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir gute Handlungen der Körper, Sprache und Geist begehen. Denn das ist die Quelle für Glück. Wenn Glück zu uns kommt, müssen wir es also als Resultat von positivem Karma, das wir geschaffen haben in der Vergangenheit, sehen. Und es annehmen mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung und erkennen. Und nicht nur einschlafen, sondern wirklich erkennen, dass das eine wunderbare, große Möglichkeit ist, dass es als Resultat von vergangenem Karma entstanden ist. Wenn wir Erfolg haben, etwas verdient haben, wenn wir das nicht gut investieren, dann können wir es alles verschwenden. Wenn Glück kommt und wir es nicht richtig gut benutzen, dann wird es sehr bald vorbei sein. So als ob wir Wasser auf einem hölzernen Topf kochen. Dann beenden wir da, wo wir begonnen haben, wie die Lehren sagen. Wenn Glück kommt, dann erkennen wir, dass es das Resultat von vergangenem Karma ist und es wirklich wertschätzen. Nicht nur wertschätzen, sondern es auch nutzen als Dharma-Praxis, wie der Buddha sagt. Jemand, der sehr viel Leid erlebt, besetzt das Leid den eigenen Geist und deshalb ist es so schwer, Dharma wirklich zu praktizieren. Wenn jemand, der glücklich ist, für diesen Menschen ist es einfacher, spirituelle Praxis zu folgen. Wenn wir also glücklich sind, müssen wir erkennen, dass es eine große Möglichkeit ist und erkennen, dass das Resultat, das Glück ein Resultat von vergangenem positiven Karma ist. Jetzt müssen wir das gut in das Dharma investieren, das heißt in positive Handlungen hinein. Dharma heißt nicht nur Mantras sagen, Gebete oder zu meditieren. Dharma bedeutet letztendlich wirklich anderen Nützen durch Großzügigkeit, Disziplin, Ausdauer, enthusiastischem Eifer. Das heißt, immer wenn wir tugendhafte Handlungen begehen, und all diese positiven Handlungen, die Glück anderen bringen, immer wenn wir anderen und uns selbst nutzen, dann ist das Dharma. Wahren Nutzen, das ist Dharma. Was auch immer an Glück wir haben, das müssen wir in das Dharma investieren. So, Dharma and
Happiness Wir machen also Dharma und Glück zum Partner, zu Partnern. Equals unlimited happiness. Und das bewirkt dann grenzenlose Glückseligkeit. Wenn wir unser Glück zum Partner vom Dharma werden lassen. Das heißt, wenn wir Glück haben als Resultat von positivem Karma, durch positive Handlungen, wenn wir das benutzen, um es noch weiter positiv zu investieren, dann wird das sicherstellen, dass noch mehr Glück kommt. Wenn wir es jedoch vergeuden, werden wir wieder da beginnen müssen, wo wir angefangen haben. Sometimes I think when you earn a little bit of money or some bonus. Manchmal, wenn wir etwas Geld verdient haben, einen Bonus bekommen haben, dann machen wir vielleicht Urlaub oder geben das Geld aus, machen uns einen schönen Abend und enden da, wo wir begonnen haben. That is giving a really glimpse into this. Das dient jetzt alles, um eine kleine Einsicht zu erhalten. Remember when I said that you see to grow wiser and more compassionate. Ich habe darüber gesprochen, weiser und mitfühlender zu werden, besser für uns selbst und für andere zu werden. There's a wonderful saying by Winston Churchill. Ein wunderbarer Ausspruch von Winston Churchill, der sagte, who said, you make your living. Wir schaffen unseren Unterhalt by what you get. Durch das, was wir erhalten. But you make your life. Wir schaffen jedoch unser Leben by what you give. Durch das, was wir geben. Often really, the real meaning of life Die wahre Bedeutung des Lebens liegt darin, wenn wir geben, wenn wir helfen, wenn wir wirklich nützlich sind, nützlich im Dienste für andere, dann wird unser Leben bedeutsam. Was immer für ein Leben ich lebe, möge es im Dienste des Dharma stehen. Living that way, und wenn wir wirklich beginnen, so zu leben, im Dienste des Dharmas, im Dienste für andere, dann wird unser Leben bedeutsam. Wenn wir wirklich anderen dienen und zum Nutzen für andere arbeiten, finden wir in diesem Prozess wirklich Glückseligkeit. Der Dalai Lama sagt oft, wenn wir nur für unser eigenes Glück arbeiten, dann hat das Leid kein Ende. Wir werden niemals unser eigenes Glück finden. Wir werden niemals unser Glück finden und zusätzlich wird es noch viele Probleme geben. Wenn wir jedoch an andere denken und für andere arbeiten, dann wird anderen geholfen werden und für unser eigenes Glück ist auch gesorgt. Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln, wird im nächsten Rückverlink fortgesetzt werden.